Hallo ihr Lieben, heute machen wir leckeres Omelett mit Käse und Tomaten. Das passt prima zum Frühstück oder Brunch und ist ganz schnell gemacht. Los geht's auch schon direkt mit den Zutaten und der Zubereitung. Für zwei Personen braucht ihr eine Tomate, eine Frühlingszwiebel, etwas frischen Schnittlauch und Petersilie, 4 Eier der Größe M, 2 Esslöffel Sahne, Pfeffer und Salz sowie ca. 30 Gramm geriebenen Parmesan. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben zum Nachlesen und Ausdrucken ist wie immer unter diesem Video in der Infobox verlinkt oder ihr findet es direkt auf koch-kino.de. Als erstes wird die Frühlingszwiebel von der Wurzel befreit und in feine Scheiben geschnitten. Die Tomate wird einfach in kleine Würfel geschnitten. Dann geht's mit den Kräutern weiter. Hier könnt ihr übrigens auch TK-Kräuter verwenden. Wenn ihr jetzt wie ich frische Kräuter verwendet, hackt sie einfach ganz fein. Dann werden die Eier in eine Schüssel geschlagen und mit Salz, Pfeffer, Sahne und den Kräutern verquirlt und das Ganze kurz zur Seite gestellt. Die Frühlingszwiebel und Tomatenstückchen werden in etwas Olivenöl oder Butterschmalz kurz angebraten. Nur circa eine Minute. Dann werden sie wieder aus der Pfanne genommen und zur Seite gestellt. In dem restlichen Fett, was noch in der Pfanne übrig ist, wird dann das Omelett gegart. Dazu wird die Eimasse einfach in die Pfanne gegeben und bei mittlerer Hitze gegart. Wenn ihr an der Oberfläche erkennen könnt, dass das Ei langsam stockt, kann auf der einen Seite die Füllung verteilt werden. Dazu kommt erst der Parmesan, dann der Tomatenmix, und dann wieder Parmesan darauf und das Omelett wird umgeklappt. Bei schwacher Hitze sollte es dann noch ca. 2 Minuten zu Ende garen und dann kann es auch schon serviert werden. Achtet nur darauf, dass das Omelett nicht zu trocken wird. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wünschen euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Falls ihr die Rezepte ausprobiert, könnt ihr uns eure Bilder sehr gerne auf Facebook oder Instagram mit dem Hashtag Kochkino schicken. Über eure wunderschönen Bilder freuen wir uns immer sehr.